Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Ja, wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei dynamischer Bindung und Objektorientierung in Java. Also nicht dieses normale Zeug, was jeder kann, sondern das, was wirklich die Pros können. Ja, deswegen, ich will euch jetzt zu Pros machen. Und ja, wir haben hier aus dem letzten Beispiel eine Liste von Tieren mit einem Hund drin, einem Elefant drin, da unten und einer anonymen Katze. Falls euch das irgendwie interessiert, was das alles zu bedeuten hat, ich würde euch sowieso bitten, schaut euch die letzten Videos an. Die basieren alle sehr aufeinander. Der Elefant gibt hier in der Mache-dich-bemerkbar-Methode Türü aus, der Hund Wuff und hat fünf Beine, der Elefant hat vier Beine und das Tier hat ein Bein und gibt Tier aus. So, hier unten sehen wir schon Private, das kommt auch noch auf uns zu. Dieses Mal möchte ich mich nochmal dem Super ein bisschen genauer widmen, also zusätzlich nochmal zum letzten Video und der Rekursion dabei. Vor allem der Rekursion. Ja, folgendes. Wir werden jetzt einfach mal eine neue Methode schreiben. Ich nenne sie mal, brauchen wir erstmal ein Tier. So, ich nenne sie mal einfach public void do something. So, und was machen wir da rein? Kein Argument, doch ein Argument brauchen wir. Wir nehmen einen Integer. Der uns die Rekursionsanzahl zum Beispiel gibt. So, und hier sagen wir dann einfach if i gleich 0 return. Ansonsten rufen wir this.doSomething von i-1 auf. Das ist ja ganz häufiger Rekursionstyp. Also man sagt hier, okay, wir verringern eine Variable und wenn die 0 ist, dann machen wir nicht mehr weiter, ansonsten machen wir halt die ganze Zeit weiter. Zum Beispiel bei Fibonacci oder Fakultät oder was auch immer. So, was wir jetzt hier in der Unterklasse machen, ich würde sagen, wir nehmen dazu einfach mal nach den Elefanten, den hatten wir das letzte Mal nicht. Wir sagen, okay, wir nehmen hier genau dieselbe Funktion, wir überschreiben die, also add override. Und dann kriegen wir hier die do something. Oh, cool. Macht schon alles für mich, ist ja sehr nett. Was macht das Semikolon da? Das will ich da nicht haben. Okay, so, und dann sagen wir hier, wir sagen, wir geben, ja, wir müssen hier vielleicht noch was ausgeben, damit wir wissen, wo wir sind. Wir sagen hier erstmal sysout i. Und hier sagen wir sysout. Blub. Jetzt wird der Elefant plötzlich zum Fisch. Und wenn wir i gleich 0 haben, dann returnen wir. Und ansonsten rufen wir super.doSomething auf. So, super kennt ihr jetzt mittlerweile. Was wird jetzt passieren? Was erwartet ihr als Argument, wenn wir hier die Do-Something-Methode aufrufen für unseren Elefant? Also ich kommentiere das hier alles mal aus, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir erstellen uns hier einen Elefanten, Tier T, aber als Tier. Wir erstellen uns den Elefanten als Tier. New Elefant und gut ist. So, und jetzt sagen wir hier, wir rufen auf diesem Elefant die Do-Something-Methode auf. Ihr wisst ja, diese Methode, ja, wenn wir hier i eingeben, keine Ahnung, sagen wir mal 3, ihr wisst ja, das wird automatisch ausgewählt, wir kommen in die Methode vom Elefanten. Also ich führe es jetzt erstmal kurz aus. Was wir hier sehen, ist folgendes, wir geben erst blub aus, dann geben wir 3 aus, dann blub, dann 2, dann blub, dann 1 und dann wieder blub. So, was jetzt passiert ist, ich möchte euch das wirklich erklären, das ist echt nicht so einfach. Wir haben hier implizit einen Elefanten in diesem Tier drin. So, ihr wisst ja noch, Methoden sind dynamisch gebunden. Das heißt, wir rufen die Do-Something-Methode von unserem Elefanten auf. Der Elefant hat diese Do-Something-Methode hier, nämlich überschrieben. So, i ist am Anfang 3, wie wir es hier sehen können. Das heißt, wir geben als erstes mal blub aus. Merkt euch, i ist 3. So, i ist nicht 0, das heißt, wir überspringen den Teil und rufen super.doSomething mit demselben i auf. Okay, so. Hier passiert jetzt Folgendes. Das ist die falsche Klasse, die hier meinte ich. Das Tier printet hier erstmal unser i aus, also 3. Das wäre dann hier.
So, und dann checkt's, ist i gleich 0? Nö, also überspringen wir den Teil hier wieder und rufen this.doSomething i minus 1 auf. Also i ist dann 2. So, und warum wird jetzt hier nicht 2, 1 ausgegeben? Denn wir sind doch hier im this.doSomething. Das ist doch eindeutig hier das hier. Nein, ist es nicht. Das ist das Problem dran. This ist der Typ, der diese Methode hier aufgerufen hat. Das Problem ist, this ist immer noch ein Elefant. Denn wir haben ja hier das Ganze auf einem Elefanten aufgerufen. This ist also vom Typ Elefant und wählt die Methode do something dynamisch, also vom Elefanten. Das heißt, wir geben hier weiterhin das Blob vom Elefant aus und rufen dann super do something von i auf. Jetzt, warum ist das so? Naja, der Elefant, also der this, der hat trotzdem die Methoden, nicht Methoden, der ist ja irgendwie implizit, der wurde implizit abgecastet, weil wir hier in dieser Methode gelandet sind, indem wir super aufgerufen haben. Das heißt, wir tun hier wieder mal so, als hätten wir ein Tier, obwohl wir eigentlich einen Elefanten hätten. Und ihr wisst ja bekanntlich, weil wir eigentlich hier dynamisch binden, die Methoden, dann weiß der Compiler automatisch, okay, wir haben immer noch einen Elefanten und rufen diese Methode vom Elefanten auf. Und das ist natürlich jetzt schwierig, denn ihr wisst ja nicht, wer alles irgendwie eure abstrakte Klasse irgendwie benutzt. Und deswegen muss man da irgendwie, ja, man muss eigentlich eine Lösung dafür finden. Tatsächlich gibt es aber keine in Java. Denn wir können es auch nicht abcasten. Wir haben einfach immer this von do something i minus 1. Und das ist dann halt, wenn wir es von dem Elefanten aufrufen, immer dieses do something von i minus 1. Deswegen muss man da furchtbar vorsichtig sein, wenn man irgendwas überschreibt, wo man sich rekursiv aufruft. Ja, also ich mache deswegen möglichst alle Methoden, von denen ich weiß oder von denen ich irgendwas verändern kann, von denen ich weiß, dass sie niemand anders braucht, mache ich halt private. Aber dazu kommen wir dann im nächsten Video. Ja, also da immer schön vorsichtig sein. Wir wissen hier nicht, ob das jetzt ein Tier ist oder irgendeine Klasse, die von einem Tier erbt. Geht übrigens auch, wenn man das Abstract hier weglässt, das ist dann ziemlich genau dasselbe. Ja, gut. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt nachvollziehen können, dass wir hier einen Elefant haben und dieses this dann automatisch auch weiterhin die Methoden vom Elefant aufruft. Der Trick dabei ist aber auch ganz gemein, wenn wir this.beine hier drin aufrufen, dann kriegen wir die Beine vom Tier. Das wisst ihr ja, die sind statisch gebunden. Das heißt, wenn wir auf Attribute zugreifen, bleiben wir in der Klasse. Während wenn wir auf At Methoden drauf zugreifen, dann kann es passieren, dass wir in irgendeine Unterklasse verlagert werden. Ja, ziemlich fies das Ding. Muss man wissen, muss man vorsichtig mit sein vor allem. Aber kann man gut benutzen. In C gibt es folgende Möglichkeit, aber da die meisten hier wahrscheinlich Java-Programmierer sind, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht auf das Video gekommen. In C kann man dann solche Sachen machen wie Elefant, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann die Do-Something-Methode. Aber das gibt es in Java, wie gesagt, nicht. Gut, hier muss man sich einfach darauf verlassen, dass das alles so schön funktioniert, wie man es gerne hätte. Auch Upcasts helfen da übrigens natürlich nicht weiter, denn wir haben ja das letzte Mal gesehen, dass das nicht funktioniert. Okay, ja, ich hoffe, ich habe euch auf das Risiko hingewiesen und ihr habt verstanden, was ich gemeint habe. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.